Servus und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder mit den Panzern. Ich steige gerade ein Spielchen ein. Leute, es ist so warm. Das ist nicht mehr schön. Gestern waren es 35 Grad bei uns. Ich gehe langsam aber sicher ein. Und jetzt sind es, wir haben jetzt 10.53 Uhr. Sonntagmorgen und jetzt sind auch schon wieder 27 Grad. Ich möchte gar nicht wissen, wie heiß es in so einer Blechbüchse bei so einem Wetter wäre. Könnt ihr mal schreiben, wie warm es so bei euch ist. Also mir langt es langsam. Ich hoffe, dass es heute mal ein bisschen regnet. Es hat vorhin auch schon einen Moment geregnet, aber das war echt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das hat gar nichts gebracht. Naja. Ich glaube, ich werde mich einmal direkt hier zu C begeben, ein paar Punkte per Eroberung sammeln. Ich hoffe, dass ich da rechtzeitig da bin. Die Karte scheint relativ klein zu sein. Wenn wir jetzt schon gleich bei C sind, dann sind wir schon mehr als die Hälfte von der Karte gefahren. So. Was steht denn hier so um uns rum? Wow, sind schon ein paar schwere Jungs dabei, das ist schon mal gut. Und Punkt C wird jetzt von den Feinden erobert. Oh Junge! Ist halt scheiße, wenn man nicht fahren kann, gell? Der ist mir. Komm schon! Warum schießt das Ding nicht? Mein Richtschütze ist bewusstlos. Das gibt's doch gar nicht. Junge, lass mich vorbei! Ah! Oh mein Gott. Hier passiert gerade viel zu viel. Wie läuft die Karre hier gerade langsam ab? Wie ist das Gefühl? Alter, was ist mit meinem Panzer los? Wie kaputt kann man sein? Jetzt auch noch ein Luftschlag. Da noch irgendwas anzubieten. Der ist hinüber. Da habe ich hoffentlich ein paar Punkte für bekommen. Ein paar, aber nicht wirklich viele. Kann ich mich reparieren? Nee. Da ist doch irgendwo einer rausgefahren, oder? Habe ich gesehen. Da ist jemand. Und da ist noch jemand. Tja. Der war wohl ein bisschen schneller. Von wem wurde ich getroffen? Oh, Sturmgeschütz. Das war aber, glaube ich, auch der, auf den ich geschossen habe. Naja, macht nichts. Ist mir eigentlich eh ganz recht, weil irgendwie war unser Panzer ja schon ganz schön angeschlagen. Moment, kurz mal auf die Karte gucken. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal rüber zu B. Oh, wo ist denn B? C. A. Wo ist B? Ach, da drüben ist B. Komm, gib uns den Stoff. Gib Kette. War Thunder ist nicht gut, bei diesem Wetter zu spielen. Wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, bei mir ist es ziemlich warm. Und jetzt War Thunder bemüht meinen Lüfter doch ziemlich. Alter Falter. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst kriegt der Typ mich direkt. So, hier sind wir schön an einem trüben Winkel. Kann er jetzt erstmal machen, was er will. Ich bin aber alleine auf mich gestellt, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so gut. Wir
versuche mal von links ranzukommen. Ich hoffe, dass er nicht unbedingt damit recht. Scheiße, jetzt bin ich auf eine Panzersperre gelaufen. Aha. Und fahr vorbei. Er steht mitten im Loch drin. Naja, er stand mitten im Loch drin. Das ist doch schon mal gut. Der fährt immer noch rum. So. Schön Slide hingelegt. Und jetzt heißt es erstmal warten. Auch wenn ich diese Runde nicht so viele Kills gemacht habe. Oh oh. Ich helfe aber gut mit. Wow. Volltreffer. Ich verstecke mich mal hier hinter diesem. Hinter diesem Erdhügel. Ich hoffe, ich harre hier lang genug aus, um das zu erobern. Oh, da kommt niemand. Junge, hinter uns. So, jetzt sind wir zu dritt. Sollte eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Aber es ist immer noch einer hinter uns. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Wenn sie jetzt einen Luftschlag hier reinsetzen, dann haben wir ein Problem. Ich versuche mich mal hier raus zu manövrieren. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Wahrscheinlich kriege ich gleich volle Möhre eine Breitseite rein, aber... Nö. Hab ich keiner gesehen. Da kommt ein Opfer. Scheiße. Hab ich gesehen. Was? Da hinten. Endlich sehe ich ihn. Den hole ich mir. Turm ist natürlich volle Möhre im Arsch mittlerweile. Sehr gut, der ist weg. Immerhin Abschusshilfe. Ich bin mir überlegen, ob ich mich jetzt mal um A kümmern soll. Ja, doch. Kann man eigentlich mal hinfahren. Wird eh gerade erobert. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um das Sturmgeschütz. Wäre aber nicht getroffen. Verdammt. Boah, das Nachladen dauert hier ewig. Oh mein Gott. Ist der tot? Ja, der ist tot. Strange. Ich brauche einen grünen Punkt. Gibt's doch ja nicht. Oh mein Gott. Ich will das Sturmgeschütz. Was? Warum explodiert der denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt gerade explodiert ist und ich habe den Kill angerechnet bekommen, aber kann mir eigentlich nur recht sein. Das sah eigentlich nach einem Luftangriff von jemand anderem aus. So, wie viele Pünktchen haben wir denn bekommen? Ja. Geht so. Hat aber ordentlich was für die Forschung gegeben. Das freut mich. Gleich wieder in die nächste Schlacht. Die nächste Folge werde ich dann wahrscheinlich mal wieder mit den Flugzeugen machen. Habe ich auch mal wieder Lust drauf. Allerdings muss ich mal gucken. Ich musste ja meine Crew wechseln. Angeblich verlernen die das ja nicht
mit den Flugzeugen zu fliegen, aber ich frage mich dann, warum brauche ich denn überhaupt diese Slots, wenn sie sowieso nicht verlernen, was sie können. Ich kann ja jede Runde mal ein neues machen. Das verwirrt mich so ein bisschen, aber naja. So, ich kaufe mir noch ein paar Panzergranaten. Mal gucken, welche sind denn das? Achso, das sind Sprenggranaten, ist klar. Und es wird immer mehr, manchmal. 27,2. Also, ich darf meinen PC eigentlich echt nicht zu lange laufen lassen. Das nervt. Ich muss nachher noch lernen mit der Hitze. Juhu. So, und jetzt Kette. Da kann ich ja schneller rennen. Ich finde es immer so gut, wie er krampfhaft immer nach oben schaut, der Schütze. Obwohl ich das Zielvisier nach vorne ausgerichtet habe. Immer schön den Himmel, Hand in die Luft. So. Gibt mir ein Ziel. Hier gibt es noch einen Punkt auf der Karte. An den komme ich gar nicht dran. Das ist aber ganz schwierig gerade. Au! Weiter, 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 einfach weiterfahren. Wie könnte ich den da treffen? Ich treffe den überhaupt nicht. Zumindest ist es nicht schadenstechnisch, das ist Kacke. Gut, das heißt, ich muss näher ran. Aber bis ich da angekommen bin, ist er eh schon wieder weg. Ich sehe jetzt nicht gerade einen Ferrari. Da ist doch jemand. Sau gut. Dann sehe ich gerade mal einen und dann werde ich vom Kampfwagen 3 ausgeklipst. Ich setze mich doch mal in die etwas schnellere Schüssel rein. Auf Gipsstoff. Wo bin ich denn? Links. Ich finde es immer so ein bisschen verwirrend, dass man manchmal an unterschiedlichen Punkten startet. Da muss ich mich immer erst orientieren. Die müssten ja jetzt ungefähr hier stehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die waren ja ein Stückchen, glaube ich, hinter dem Punkt. Eine. Da ist ein Sturmgeschütz. Scheiße. Mein Ladeschütz. Ach, Scheiße. Ist ja gerade alles kaputt. Ladeschütze kaputt. Nee, jetzt nicht mehr. Das ist nicht so schön. Die Frage ist, wie kann ich das jetzt ausgleichen? Das ist voll Haken, ey. Alter! Was sind denn das für Dinger? Das gibt's doch gar nicht. Die durchlöchern mich, als wäre mein Panzer aus Pappe, ey.
Und mit meiner kleinen Pisskanone kann ich da auch nichts machen. Bin froh, wenn ich den richtigen Panzer habe. Die Punkte, die Runde wird gar nicht gut, Ich meine, was die Leute da oben für Punkte haben. 2541. Aber ich 27. Logischerweise, wenn man sich das mal anguckt, oben sind halt die ganzen dicken Brummer. Die halt auch mal was kaputt machen, ne? Da kann ich halt leider relativ wenig anstinken. Ich bin dann halt doch eher so ein Opfer. Ach komm, jetzt haben wir schon gewonnen. An sich ist das eine schöne Sache, aber für mich war das gerade echt eine beschissene Runde. 27,3 Grad übrigens. Wir klettern, wir klettern. Und es liegt tatsächlich nur an meinem PC, was ich nicht so toll finde. Oh mein Gott, war das eine schlechte Runde. Und für die Forschung war das auch totaler Müll. Aber es wird... Nur nicht mehr heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann wahrscheinlich mal wieder mit den Flugzeugen. Bis dann. Tschüssi.